Yo Leute, alles Mangam Tanga, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Jetzt frage ich bestimmt so, Junge, warum kam jetzt irgendwie fast 2 Wochen kein Video? Wieso kam jetzt fast 2 Wochen lang kein Video? Also so, ich bin jetzt im Urlaub und es ist natürlich richtig warm und so, aber es ist keine Ausrede. Ich hatte entweder keine Zeit so oder wollte es nicht vor Verwandten machen, also es ist halt scheiße, wenn ich irgendwie... Ich kann auch so vor anderen Leuten so Video machen, das ist irgendwie kacke. Und manchmal hat einfach keinen Bock erzählen einfach. Ernst ist das. Ich weiß, auf jeden Fall, ich bin ein richtig guter YouTuber. Ich habe einfach keinen Bock auf Videos. Kann man mal machen. Aber ja, man wird mich auch jetzt voll schlecht verstehen, weil ich ein Headset nicht dabei habe. Aber ich hoffe, ihr könnt damit leben und schaut euch dieses Video an. Auf jeden Fall, ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Heute gibt es mal einen Freezer. Theorie und so halt, ob er das 7. Universum, das heißt Goku und so hintergehen wird. Und es war ja so, als Son Goku ihn aus der Hölle zurückgeholt hat, dann haben ja gegen diese Universum 9 Typen gekämpft. Und dann hat sich Sidra gemeldet, also der Gott der Zerstörung des 9. Universums. Er meinte auch so, yo, Freezer, willst du nicht meinem Team joinen, in meinem Universum so, weil wir sind die Stärksten. Mit deiner Kraft können wir die anderen auch besiegen und so. Freezer hat halt nachgedacht, er hat die Son Goku und Co. provoziert, meint so, ja, ich wechsle vielleicht und so. Aber dann, Beerus meint so, voll der Coole, ja, ich werde dich zerschämmen, was machst du, wirst du was auf die Fresse kriegen, ich hab Hakai. Und ja, voll der Nice, er hat Freezer gedroht und Freezer meinte dann so, nein, ich werde es nicht machen und so. Aber auf jeden Fall, ich glaube, Freezer hat keine Angst vor Beerus. Er hatte, aber jetzt hat er keine mehr. Und so halt, er hat keine Angst, er wird nicht wechseln. Aber dann hat er Frost im Turnier getroffen. Und dann, beide sahen sich ähnlich, die haben sich getroffen. Und ja, die haben irgendwie beide so einen Plan ausgeheckt. Wir wissen nicht, was das für ein Plan ist. Aber bestimmt haben die irgendwie vor, so ein Goku und Vegeta anzugreifen. Kaba, keine Ahnung, wen noch so. Frost hasst ja Son Goku und Freezer sowieso. Und ja, dann wird Freezer wahrscheinlich gegen Son Goku kämpfen. Und er wird irgendwie rächen. Und an Vegeta sowieso. Weil er wird auf jeden Fall gegen Son Goku kämpfen. Vegeta, glaube ich, aber auch. Den provozieren, vielleicht rausschmeißen oder so. Jetzt fragt sich bestimmt so: Hey, wie soll das gehen? Freezer könnte das Universum wechseln, also das Team. Ja, aber lässt Zeno das denn zu? Also ich glaube, wird es auf jeden Fall zulassen, weil Zeno, ihm ist einfach scheißegal, wer gewinnt. Hauptsache, er hat seinen Spaß, so. Scheißegal auch, wenn, keine Ahnung, wer so ein 7 ist, jetzt schwierig, wegen so ein Goku, aber ihn juckt es nicht, Hauptsache, er hat seinen Spaß, wirklich so. Ich glaube, selbst wenn der Daishinkan sagt, es geht nicht, ihr dürft nicht wechseln, das, was Zeno sagt, stimmt einfach. Wenn Zeno sagt, ihr dürft wechseln, dürft ihr. Scheißegal, was der Daishinkan sagt. Das heißt... Wenn Zeno einverstanden ist und Freezer meint auch, er wird über die herrschen und so, dann ist alles möglich. Ja, auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat diese Theorie gefallen. Und ich weiß, das Video ist zu kurz. An sich zu kurz. Und als 10 Tage oder so jetzt kein Video kam, war es sowieso zu kurz. Aber ja, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Wie ich saß so. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Ciao.